Eine Flasche Wasser. Eine Flasche Wasser, frische Brise. Mhm. Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns dieses Oatmeal Kaffee an. Und hier schon mal quasi der Tisch, wie der früher so gedeckt war, sag ich mal, ne? Mal da die Decke an. Ja, da kann man nicht, das kann man nicht betreten mehr. Aber quasi wie so ein Tresen, ne? Tresen, ja. Premium Siede. Auf jeden Fall ist es schon ganz schön einsturzgefährdet. Ich weiß noch nicht, wie lange das verlassen ist. Also, die ist auch nicht lange, so im Vergleich zu den letzten Locations, die wir gesehen haben. 88 sehe ich hier schon. 88? Ja. Wow. Das ist lange. Das ist quasi erstmal uralt. Hm. Hier haben wir eine kleine Durchreiche. Ist das in die Küche? Ach, nee. Das war hier auch nur gehört mit zur Bar. Mhm, okay. Hast du den Schankanlagenbuch, ne? 95. Ja, das letzte von 95. Hm. Ich bin noch öfter mal ins Bullseye getroffen, so wie es aussieht. Total zerfleddert. So eine Dartscheibe. Kilkenny ist aber irisches Bier. Auch Blut in Irland. War das denn sowas in die Richtung? Nee. So Irish Pub? Nein, das fühlt sich jetzt nicht darauf auf. Wobei mit dem Dartschein passt das schon wieder, ne? Mhm. Guck mal, hier ist eine Bühne. Aha. Oh, oh. Ich dürfen wir echt nicht so weit gehen. Hat schon mal jemand versucht, Wasser aufzufangen? Mhm. Tatsächlich, oder das biegt sich schon richtig übel durch. Und dann haben sie immer noch den Schatten einer Band. Ah, unter der Tapete. Unter der Tapete, ja. Ja. Alte Bierbricken. Sieht aber ja ganz schön schimmelig aus hier. Ja. Hm. Ach, das ist ja niedlich hier. Aber das ist geil. Das ist cool, ja. Ja. Die Farbe der Gitarre, ne? Das ist angemalt, ne? Angesprayt, ne? Von der Band irgendwie. Ja. Elektrisch, ne? Ja. Kennst du diese Dinge? Klar. Das ist doch für, ja. Es fehlt auch ein bisschen Wasser, ne? Ja, und dann je nachdem wie warm es ist, steigt oder fällt das mal. Ja. Gibt auf jeden Fall ein schönes Fotomotiv ab. Oh, hier steht sogar noch der Herd drin. Zanussi, richtig guter sogar. Das sind kleine Töpfchen hier aus Keramik. Tassen nennt man sowas auch. Töpfchen.
Spät, Licht. Boah, das ist auch krass hier. Ich find's eklig. Schimmelt ein bisschen, ne? England. Mhm. Englisches Porzellan. Hat sich hier was durchgefressen? Ja, Ratte. War lecker, glaube ich. Hat hier gut geschmeckt. Oh, hier ist auch noch schön schön. Deine Gabel gefunden. Meine Gabel? Mhm. Oh. Du hast sie selbst geschnitzt irgendwie. Ja. In der Größe kann ich dir hier auch schnitzen. Nimm den direkten Weg hier raus, das Hotel, ne? Das dazu gehört. Ah ja, diese runden Leder. Besagten runden Leder. Okay. Hier ist auch noch so angepinselt eins. Ich glaube, hier ist schon ein bisschen, hängt das schon ein bisschen durch alles. Zimmer, ne? Hallo? Oh, schön, die Tür ist schon. Schön. Ist das schon mal ein Fotomotiv hier? Zwei Sessel. Ist schon ganz schön alt. Okay. Auch wieder so lustig angemalt. Ja. Seid ihr auch. Holzböden, ne? Nicht so mein Freund. Das sieht ja alles trocken aus. Ne? Schön schimmelig, ja. Oh, da sieht die Decke schon nicht gut aus. Nur das Bett. Sehr dunkel. Alles so mit diesem karierten Boden. Soll das so in die Richtung Musik irgendwie sein? Ich weiß es nicht. Ja. Oh Gott. Zerfleddert, ne? Das ist so eine kleine
Versorgungskämmerchen, ne? Ja, nee. Das sieht schon böse aus da an der Stelle. Das ist schon durch. Das ist auch eine Dachwohnung, also die Dachzimmer, ne? Ja, ich möchte ehrlich gesagt da nicht mal länger gehen. Nee, hier möchte ich jetzt auch nicht mal länger gehen. Wenn die Alarmglocken schon angehen, so, nee, dass man da nicht hin möchte, sollte man da auch nicht hingehen. Man muss schon ein gutes Gefühl haben, auf jeden Fall. Ne? Wenn kein gutes Gefühl hat, dann sollte man es lieber lassen. Jungs und Mädels, das sind Klos. Aber guck mal, es sieht schon irgendwie nach Rocker Music aus. Bar aus. Nichts Cooles noch hier zu entdecken. Könnte sowas wie Proberaum gewesen sein. Würde ich mal sagen. Holz ist ein bisschen isoliert, ne? Obwohl da so ein Spiegelschrank ist, ja, ich weiß auch nicht. Aber das ist, oder so ein Backstage-Bereich, weil es ja bei den Toiletten ist. Für die Künstler und Künstlerinnen. Mal die Feldflasche. Feldflasche. Da ist auf jeden Fall eine Tür oder sowas. Mhm. Ja. Die Küche ist alt, richtig alt. Köppelbusch. Hier ist ein Hauptklotz. Der darf in keiner Küche fehlen, ne? Gasflasche. Wir sind unter dieser Bühne. Kommt nämlich das Wasser durch. Hier sind noch alles. Bierflaschen sind noch zu. Wo sind die? Leuchte mal rauf. Da der Seite 2002. 2001, 2003. Mhm. Alkoholfrei. 20 Jahre. Doch nicht. Gute 20 Jahre. Das macht nicht mehr lange mit, das Regal. Nee. Einige Flaschen sind auch schon abgestürzt. Ja. Bierfass. Das ganze Speisebeschirr steht hier noch. Fette Kippe ist auch krass. Okay.
Zelle. Dann haben wir noch ein paar Bilder jetzt. Vom Hotel und vorne vom Restaurant. Vom Restaurant Café, ne? Ja, viele Motive gibt es jetzt nicht mehr, aber das mit dem Spiegelschrank, das eine Zimmer, fand ich ganz gut. Und ja. Dieses Musikzimmer. Ja, das finde ich richtig cool. Das ist cool. Auch cool mit dem Piano und der Gitarre. Das gefällt mir auch sehr gut. Ja, auf jeden Fall wieder wenig Vandalismus. Natürlicher Verfall. Natürlicher Verfall und leider wieder ein Wasserschaden. Ja. Tja, obwohl die Lage gar nicht so schlecht ist. Ne? Naja. Also es ist mitten an der, also direkt an der Straße und hier ist nichts. Nichts, gar nichts. Nur der nächste Ort ist nicht weit. Ne? Der nächste Ort ist nicht weit. Und Wanderer sind hier halt viele unterwegs. Genau. Ne? Ich denke auch eher, dass es so eine Ausflugsgaststätte war. Ja. Gut. Dann. Tschüss gesagt. Sagen wir mal Tschüss aus unserem Urlaub. Genau. Morgen geht's wieder zurück in die Heimat. Hoffen wir, euch hat die kleine Serie gefallen. Kleine Urlaubsserie. Kleine Urlaubsserie. Ja. Und dann sehen wir uns bei den nächsten Videos wieder. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.